herzlich willkommen zum ersten Food Diary dieses Jahres. Es gibt einmal einen grünen Tee, das ist der Imperial Blend von Kusmi. Ich habe da so ein grünes Teeset von Kusmi zu Weihnachten bekommen und das ist bisher mein Liebling. Da ist Orange und Zimt auch noch als Aroma mit drin und das ist sehr, sehr lecker. Und dazu gibt es einen Toast mit hausgemachter Orangenmarmelade. Die habe ich letzte Woche gekocht und die ist so unheimlich lecker. Das Rezept verlinke ich euch in der Infobox. Das ist einfach der Hammer. Zum Mittagessen gibt es heute so ein bisschen Reste gepaart mit Fertigsoße. Ich habe von gestern noch einiges an Reis da. Und dann habe ich mir bei DM so eine indische Currysoße geholt. Ich weiß nicht, wie die schmecken. Also ich habe die sonst immer von Alnatura sehr gerne geholt. Aber da es ja Alnatura zum Großteil nicht mehr gibt bei DM, habe ich mal die Soße von der Eigenmarke geholt. Einige von den DM-Soßen sind ja, relativ dasselbe wie das von Alnatura, aber dann gibt es wiederum welche, die dann eben doch ganz schön verändert wurden und jetzt nicht mehr so gut schmecken. Und ich lasse mich einfach mal überraschen, aber an sich bin ich mit Gemüsesoßen sehr leicht zufriedenzustellen. Und auch wenn ich sie noch nicht probiert habe, darf ein bisschen Chili-Pulver nicht fehlen. Und das wandert jetzt erstmal in die Mikrowelle. Nicht ganz Instagrammable, aber trotzdem lecker. Ich habe jetzt probiert und ich glaube, es gibt keinen Unterschied zur Alnatura-Soße. Es schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Das Chili macht das Ganze auch schön scharf und ich lasse es mir jetzt schmecken. Zum Nachmittag gibt es jetzt einen grünen Tee mal wieder, weil ich relativ müde bin und mir kalt ist und Winter und bäh. Und diesmal habe ich den Strawberry Green Tea von Kusmi ausprobiert. Der sieht sehr unspektakulär aus, duftet aber wunderbar nach Erdbeere. Auch wenn er nicht so stark nach Erdbeere schmeckt, aber ist ja auch nur ein Tee. Und dazu gönne ich mir eine Lindor-Kugel. Hier kam gerade ein Überraschungsnachtisch, der mir in die Hand gedrückt wurde. Das ist irgendeine Mascarpone-Creme mit Manna-Waffeln und ich glaube, es muss großartig schmecken. Es sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Und hier die letzte Mahlzeit des Tages. Ich komme gerade vom Training und zu Hause hat diese Bolognese auf mich gewartet. Guten Morgen! Heute gibt es zum Frühstück einmal ein selbstgemischtes Müsli mit Äpfeln, Blaubeeren, diesen weißen Schokolade-Crunchies, Macadamias, Hafer-Crunchies, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall sehr lecker, also sobald Äpfel und Heidelbeeren drin sind, ist bei meinem Müsli sowieso alles toll. Und dann haben wir nochmal einen schwarzen Tee mit Milch, damit ich auch mal wach werde, denn bei diesem kalten Wetter klappt das von alleine nicht so gut. Und zum Mittag gibt es nochmal die Bolognese von gestern. Kommt mir ganz gelegen, denn ich bin gerade so ein bisschen im Homeoffice-Betrieb, weil ich diese Woche noch frei habe, aber einiges für die Uni erledigen muss. Und da ist mir eingetuppertes Essen sehr, sehr recht. Und hier kommt Tee Nummer 3. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde heute noch ganz viel Tee trinken, weil ich echt müde und kaputt bin von was auch immer. Aber gut, ich war gestern seit langem das erste Mal beim Training und mir tut auch alles weh. Und ich glaube, das hat mich ziemlich geschafft. Und der nächste Tee ist jetzt langsam schon teinfrei. Also ich kann abends keinen schwarzen oder grünen Tee trinken, weil ich sonst die ganze Nacht wach bleiben kann. Und da ist mein Liebster der Chai-Tee von Goldmännchen. Das gibt es leider nicht überall, aber ja, wenn ihr ihn bekommt, probiert ihn mal. Der ist so lecker. Und das für einen Beuteltee. Welchen Chai-Tee ich super eklig finde, ist der von Teekanne, dieser New York-Style. Der ist so widerlich, weil da so viel Stevia drin ist, das geht gar nicht. Aber ja, also in dem hier habe ich auch nur Milch drin, denn ich trinke meinen Tee am liebsten ohne Zucker. Zum Abendessen gibt es ein Brötchen. Auf der einen Hälfte sind Käsefrikadellen und auf der anderen Hälfte der vegane Toskana-Aufstrich von DM. Guten Morgen! Ich bin heute extrem spät dran und deshalb gibt es nur einen Marmeladentoast. Bald muss ich nämlich schon wieder Mittag kochen und vorher muss ich auch noch einkaufen gehen. Also muss das Frühstück schnell gehen. Hier wird jetzt gekocht. Es gibt eine Möhrensuppe mit Erdnüssen. Nach
gefühlt stundenlangen Schnippeln kann ich jetzt endlich anfangen zu kochen. Ich habe jetzt einfach mal alles vorbereitet, weil es am stressfreiesten ist zu kochen, wenn man einfach alles schon in einem kleinen Behälter hat. Also auch die Gewürze, Tomatenmark, Erdnussbutter und Gemüsebrühe habe ich hier schon vorbereitet. Und das wandert jetzt nach und nach in unseren Topf. Schluss kam gerade noch meine Erdnussbutter-Gemüsebrühe-Mischung rein und das kocht jetzt eine ganze Weile erstmal. Als Topping für die Suppe gibt es geröstete Erdnusskerne und die Pfanne hier, die ist übrigens mega winzig, die ist von KitchenAid, die liebe ich voll. Und so sieht die fertige Suppe aus. Ich habe sie einfach durchpüriert und jetzt wird endlich gegessen. Und hier seht ihr es nochmal auf dem Teller angerichtet. Die Erdnüsse sind ein bisschen abgesoffen, aber ja, ich lasse es mir jetzt schmecken. Also schön scharf und wärmend, genau das Richtige für das Regenwetter, was heute draußen herrscht. Das Abendessen. Es gibt ein Omelette mit Schafskäse-Thymian-Füllung und dazu einen Feldsalat mit irgendeinem Joghurt-Dressing. Aber schneiden wir das gute Stück mal an und schauen rein. Das sieht nämlich ganz herrlich aus. Das ist einfach dermaßen saftig und ich freue mich, das jetzt zu essen. Das Geheimnis daran ist einfach, die Pfanne heiß zu machen, das Ei reinzutun und dann aber die Pfanne vom Herd zu nehmen. Dann wird es einfach so saftig und kann auch nicht anbrennen und wird einfach perfekt. Und der letzte Gang des Tages ist ein Körnerbrötchen mit Toskana-Aufstrich und Orangenmarmelade. Guten Morgen! Zum Frühstück gibt es bei mir jetzt Joghurt mit Bananen und ein bisschen von meinem selbstgemischten Müsli. Zum Mittag mache ich mir die Suppe von gestern nochmal warm. Ich mache das heute mal im Topf, denn ich finde, in der Mikrowelle gibt es immer nur die Stufen, sie ist noch nicht warm und sie ist explodiert. Deshalb lieber der Topf bei Suppen, aber das ist sicher Geschmackssache. Und da ist meine Suppe. Ich habe auch nochmal die Erdnüsse von gestern drüber gestreut und lasse es mir jetzt schmecken. Zum Kaffee gibt es jetzt Kakao, der schmeckt unheimlich lecker und die allerletzten Lebkuchen von Weihnachten. Ich bin gerade von meinem Freund nach Hause gekommen, der musste mich arbeiten, denn ich habe noch frei. Und ich dachte mir, da ich ja jetzt ganz viel Zeit habe, mache ich mich an eine neue Frühstücksidee. Und ich habe mir dazu das Buch von Hannah Frey genommen. Das ist ein Clean Eating Buch. Das habe ich auch schon eine ganze Weile, aber ich habe noch nie was daraus gekocht. Es gibt davor auch einen riesigen Theorieteil, den habe ich mir auch schon durchgelesen. Es ist eigentlich ein tolles Buch, auch mit schönen Rezepten. Aber ja, ich weiß auch nicht, Kochbücher verstauben bei mir gerne mal. Und das möchte ich heute ändern und es gibt heute quasi einen Carrot Cake Porridge. Für das Rezept müssen als erstes Milch, Vanille und Zimt aufgekocht werden. Ich hatte aber gar keine Vanille da, sondern nur selbstgemachten Vanillezucker. Aber da ich denke, dass sowieso ein bisschen gesüßt werden muss, kommt jetzt eben ein bisschen Vanillezucker mit rein. Und das soll zuerst aufgekocht werden. Bin ich mal gespannt. Normalerweise koche ich meinen Porridge anders. Das habe ich euch auch schon mal in einem Food Diary gezeigt. Also wenn ihr sehen wollt, wie ich das mache, könnt ihr da gerne reinklicken. So, und jetzt fängt das Ganze an zu kochen. Das heißt, wir können die Haferflocken und eine geraspelte Möhre dazugeben. So, ich würde sagen, das ist jetzt fertig. Also nehme ich das Ganze vom Herd. Jetzt kommen da eigentlich noch Rosinen, Walnüsse und Kokosraspeln rein. Aber da ich nicht so auf Rosinen stehe und jetzt auch keine Lust auf Kokosraspeln hatte, kommen da jetzt nur Walnüsse rein.
kleines Zwischenfazit, er schmeckt sehr, sehr lecker und es ist genauso wie bei einem Carrot Cake. Die Karotte merkt man nicht unbedingt, aber es macht das Ganze sehr, sehr saftig und es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich das mache. Und ich hatte ja jetzt noch Möhren übrig von meiner Suppe und von daher war das eigentlich das perfekte Rezept zur Resteverwertung. Zum Mittag gibt es diese asiatisch angehauchte Pfanne mit Pute, Zucchini und Champignons und dazu Reis. Und zum Abendessen gibt es Baguette, zwei Scheiben mit dem Toskana-Aufstrich und zwei kleine Scheiben mit der Orangenmarmelade. Zum Abschluss dieses Food Diaries gönne ich mir jetzt einen Karamals. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr im Februar auch wieder ein Food Diary haben wollt, gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben, damit ich Bescheid weiß und lasst mir doch gerne eure Meinung dazu da. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!